Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und einen wunderschönen guten Tag, Olli. Einen wunderschönen guten Tag, Konstantin. Olli, es ist schön, dich zu sehen. Ist das heute die letzte Folge des Jahres oder haben wir noch eine? Ich würde sagen, wir machen noch so mal so eine kleine Jahresabschlussfolge. Vielleicht kriegen wir ja die Mani davon überzeugt, dass sie auch dazu kommt. Dann können wir noch mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Ich glaube, das wäre ganz angebracht. Es ist viel passiert. Ja, wollte gerade sagen, es ist ja auch sehr viel so hinter den Kulissen passiert, was so Themen wie Firmengründung und Marketing und Website und blablabla. Und das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, was da eben an der Front alles passiert ist. Unbedingt. Da überred sie doch bitte, dann machen wir noch eine schöne Jahresabschlussfolge. Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's sehr gut. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich habe schon meine Weihnachtspullover ausgepackt. Eigentlich wollte ich heute einen Weihnachtspullover anziehen, aber... Ach, verdammt. Ja, das nächste Mal vielleicht, Soll nicht sein. Wir hatten ja gestern Abend das zweite Live-Trading quasi. Und ich habe währenddessen so ein bisschen unsere ES-Option, die wir jetzt noch zum Jahresende verkauft haben, ein bisschen verfolgt und die dümpelte so ein bisschen vor sich hin. In dem Moment, aber wirklich, ich glaube, auf die Minute genau, wo ich den Laptop ausgemacht habe und gesagt habe, komm, wurscht, ist alles okay, guckst du morgen wieder rein, ist der Markt gestern verhältnismäßig spät abend, ich glaube so ab 20 Uhr oder so, ist der ES nach oben durchgeschossen. Ja, gestern war FED-Sitzung. Gestern wurde beschlossen, dass die FED ab Januar so ein bisschen ihre Anleihenkäufe zurückschraubt, damit die Wirtschaft etwas ausbremst, was natürlich eigentlich für die Aktienmärkte traditionell ein negatives Zeichen ist, dieses Tapering. Allerdings war diese Entscheidung so schon befürchtet worden und fiel dann auch tatsächlich nicht ganz so extrem aus, wie sie von den meisten Analysten befürchtet worden ist. Deswegen haben die Aktienmärkte ja ironischerweise sehr positiv darauf reagiert, was natürlich für unsere Jahresendoption, die wir da nochmal etwas riskanterweise, muss man ehrlich sagen, verkauft haben, nochmal ein sehr positives Signal gewesen. Und meine Option war heute Morgen mit 42% im Gewinn. Das heißt, wenn wir heute vielleicht nochmal so ein bisschen das Allzeithoch antesten sollten, dann denke ich mal, ist die Option nach, ich glaube, 3 Tagen oder so, wäre die im Ziel. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Also so ein Glück spreche ich nicht mal uns zu. Ich gehe von der Laufzeit von einer Woche aus. Aber es ist ja auch ganz witzig. Wir haben uns ja eine Option ausgesucht mit Enddatum 31.12. Ja. Und wenn das nicht eine wunderschöne Endjahresoption ist, weiß ich auch nicht. Eine romantische Option, ja. Eine ganz romantische Silvesteroption. Genau. Gut, kommen wir mal zum Thema. Heute geht es ums Thema Orderflow. Wir haben letzte Woche schon sehr intensiv über das Thema Volumen und auch ein bisschen Marktprofil gesprochen. Und so die zweite Hälfte des Daytradings zumindest ist ein bisschen der Orderflow. Magst du uns einmal einführen, was ist das, was bedeutet das Wort Orderflow? Was sehen wir? Was ist es? Worum geht's? Also genau, was du gerade gesagt hast, ist schon mal eigentlich sehr, sehr wichtig für uns. Das mag jetzt vielleicht jeder anders sein. Es gibt da draußen Trader, die nur auf Basis des Orderflows ihr gesamtes Handelssystem aufbauen, ihr gesamten Handel aufbauen. Für uns hat das Trading 2 Bausteine und das haben wir ja nun auch schon des Öfteren angesprochen. Wir möchten immer 2 Fragen beantworten, nämlich das Wo und Was. Beim letzten Mal haben wir über das Volumentrading gesprochen. Mit dem Volumentrading analysieren wir über das Market Profile und das Volume Profile die Marktstruktur. Und über diese Analyse der Marktstruktur beantworten wir unser Wo. Das bedeutet, wir finden somit unsere Locations im Markt, an denen wir überhaupt erstmal Trades in Betracht ziehen. So, und mit dem sagenumwobenen Orderflow möchten wir jetzt das Was beantworten. Das bedeutet, wenn also der Kurs, wenn der Preis an unsere zuvor definierten Chart-Locations kommt, dann möchten wir im Orderflow ein ganz bestimmtes Verhalten des Marktes sehen. Und dieses Verhalten des Marktes, das ist dann für uns der letztendlich ausschlaggebende Punkt, der uns dann zu der Entscheidung führt, Trade, ja oder nein. So, was ist jetzt der Orderflow? Der Orderflow ist im Prinzip, beschreibt der Orderflow das Vorgehen der Marktteilnehmer, das Interagieren der Marktteilnehmer miteinander. Dafür muss man erstmal unterscheiden, was für Marktteilnehmer gibt es überhaupt?
Wir haben also natürlich, wir haben institutionelle Trader im Markt, wir haben Kleinanleger, wir haben kommerzielle Händler im Markt, wir haben Arbitrageure im Markt. Und das, was für uns, sag ich mal, als private kleine Trader wichtig ist, ist natürlich zu erkennen, wann kommen die Großen ins Spiel. Weil die Großen, das sind diejenigen, die die Preise bewegen, vor allem die kommerziellen Händler. Und wenn wir also im Orderflow erkennen können, dass die aktiv werden, dann möchten auch wir wiederum aktiv werden und uns mehr oder weniger an ihre Fersen hängen. So, jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es im Orderflow zwei verschiedene Gruppierungen gibt. Das sind einmal die Aktiven und das sind die Passiven. Die aktiven Marktteilnehmer, das sind diejenigen, die bereit dazu sind, den nächstbesten verfügbaren Preis zu akzeptieren. Wenn wir jetzt also beispielsweise auf einem Marktplatz sind und wir möchten gerne Eier kaufen und der nächste Händler verkauft seine Eier für 1 Euro das Stück und wir sagen, okay, das ist in Ordnung, den Preis bin ich bereit zu zahlen, dann wären wir im Prinzip so ein aktiver Marktteilnehmer, ein aktiver Käufer in dem Fall, der bereit wäre, den nächstbesten verfügbaren Preis zu bezahlen. Wenn wir jetzt aber passiv wären, dann würden wir nicht über diese Market Orders in den Markt gehen, sondern würden wir über sogenannte Limit Orders an den Markt gehen. Dann würden wir also in unserem Broker mitteilen, wie viel wir maximal bereit wären zu bezahlen oder andersrum, wenn wir Verkäufer sind, wie viel wir minimal bereit wären für unsere Ware zu akzeptieren. Also in unserem Marktbeispiel jetzt der Eierverkäufer, der seine Eier für 1 Euro anbietet, der wäre quasi ein passiver Verkäufer, weil der stellt dem Markt einen Preis zur Verfügung. Der stellt dem Markt in dem Augenblick Liquidität zur Verfügung. So. Also es gibt sozusagen die Aktiven, die bereit sind, Preise zu akzeptieren. Erst durch diese Aktiven kann sich auch der Preis bewegen. Und dann gibt es die Passiven, die Preise stellen, die Liquidität zur Verfügung stellen. Und was wir die im Prinzip quasi darauf abgeholt zu die werden. Warten im Prinzip darauf abgeholt zu werden. Ja, genau, guter Punkt. Und wie diese beiden Gruppierungen miteinander agieren, das messen wir über den sogenannten Orderflow. Und diesen Orderflow, den können wir auf dreierlei verschiedene Varianten beobachten. Das ist einmal das Tape. Das ist so die klassischste Variante. Das Tape ist heutzutage gar nicht mehr so häufig verwendet von den meisten Tradern, weil das Tape ist einfach gerade in Märkten, in denen viel Liquidität herrscht, in denen viel gehandelt wird, ist das Tape einfach rasend schnell. Wenn du jetzt zum Beispiel im ES zur Haupthandelszeit der US-Amerikaner. Wenn du da einfach das Tape beobachtest, dann siehst du da einfach nur in rasender Geschwindigkeit Orders durchrutschen, weil natürlich im ES gehen gut mal 1 Million Kontrakte pro Tag über die Ladentheke und du siehst einfach wirklich jede einzelne Market Order, die in den Markt kommt und durch eine Limit Order gefüllt wird, die siehst du in diesem Tape durchrauschen quasi. Das Tape ist ganz nützlich. Das kennt man von gerade aus etwas älteren Filmen, wenn so in den, weiß ich was, 30er, 40er Jahren oder sowas in Amerika eine Horrornachricht von der Börse kommt, gibt es manchmal so Männer, die an so einem kleinen Ding stehen, wo eben ein weißes, längliches Tape rauskommt. Und die gucken das an und analysieren es und sagen, oh Gott, der Markt bricht zusammen. Genau, das ist das Tape. Daher kommt das quasi, da genau. Auch der Begriff Tape. Das Tape kann ganz nützlich sein, denn die meisten Orderflow-Softwares bzw. Chart-Softwares im Allgemeinen haben heutzutage die Möglichkeit, dem Tape eine Filterfunktion beizufügen. Wir können also sagen, zeige uns nur die großen Orders an, die da in den Markt kommen. Wenn also beispielsweise irgendjemand einfach mal Market 50 Kontrakte im ES kauft, das ist eine große Anzahl, damit bewegt er eine Menge Geld. Dann können wir meinetwegen den Filter auf 50 setzen und dann zeigt uns das Tape nur noch diese Market-Käufe oder Verkäufe an, die halt größer als 50 sind. Das kann ganz nützlich sein. Ich persönlich benutze jetzt das Tape nicht mehr für mein Trading. Aber gerade mit dieser Filterfunktion kann es halt durchaus noch seine Funktion haben. Die beiden wichtigen Tools, die für uns interessant sind, sind allerdings das Orderbuch. Und vor allem aber der Footprint Chart. Das Orderbuch ist so, ja, das klassische Handelsinstrument eigentlich aller großen Trading Floors, aller institutionellen Händler dieser Welt. Also wenn ihr mal so ein Foto oder einen Blick in so ein Trading Floor werfen könnt, wo dann wirklich die Jungs sitzen mit ihren 8 Monitoren vor sich, dann sind meistens auf 7 von 8 Monitoren diese Orderbücher zu sehen. Orderbuch ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Ihr habt meistens 3 Spalten.
In der linken Spalte seht ihr die sogenannten Bids. Das sind die Kaufpreise von den passiven Käufern, die gerade gestellt werden, also quasi sämtliche Limit-Kaufaufträge, die aktuell auf den einzelnen Preisen im Markt liegen. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, habt ihr den Ask bzw. Offer. Einige sagen auch Offer dazu. Dort seht ihr die Limit-Verkaufsaufträge, die aktuell auf den einzelnen Preisen im Markt liegen. Und in der Mitte, da habt ihr dann noch so eine Spalte, da seht ihr dann die aktuellen Market-Aufträge, die dann tatsächlich im Markt eintreffen und die dann sozusagen auf diese gestellten Limitpreise treffen und von diesen bedient werden quasi. So, und in diesem Orderbuch können wir natürlich erstmal sehen, wie viel Liquidität herrscht gerade im Markt, wie viele Orders liegen da so im Allgemeinen auf den einzelnen Preisen. Und da können wir sehen, es gibt Märkte wie zum Beispiel die Anleihenmärkte. Da haben wir auf jedem Preis meistens mehrere hundert gestellter Limitaufträge. Und dann gibt es sehr, sehr dünne Märkte wie zum Beispiel den Nasdaq oder den DAX, wo halt nur sehr, sehr wenige Aufträge pro Preis vorhanden sind. Dementsprechend bewegen sich von der reinen Auktionsgeschwindigkeit her diese dünnen Märkte von Natur aus viel, viel schneller als die dicken Märkte. Das muss man natürlich, man muss seinen Markt kennen, den man da beobachtet. Jeder Markt verhält sich unterschiedlich, in jedem Markt herrschen unterschiedliche Kräfte, die den Markt sozusagen bewegen. Also auch dafür muss man natürlich ein Gefühl entwickeln. Aber grundsätzlich können wir sozusagen im Orderbuch beobachten, in Echtzeit, wie die Marktteilnehmer miteinander interagieren. Wir können damit auch sehr gut, und das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Tipp unter der Hand, beobachtet mal die Geschwindigkeit, mit der sich so ein Markt verhält, mit der sich so ein Markt bewegt. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, den wir im Orderflow beobachten. Gerade wenn sich diese Geschwindigkeit beginnt, an bestimmten Levels zu verändern, dann können wir daraus sehr, sehr wichtige Schlüsse ziehen. So. Das andere ist der Footprint Chart, unser letztes und für unseren Handel eigentlich, würde ich sagen, fast wichtigstes Tool, welches wir benutzen. Da gibt es verschiedene Ausführungen vom Order Flow Chart. Es gibt den Delta Chart, es gibt den Imbalance Chart. Es gibt also verschiedene Ansichtsweisen, wie wir so einen Order Flow Chart, wie wir so einen Footprint Chart betrachten können. Grundsätzlich entspricht er eigentlich dem normalen Kerzenchart, den die meisten von euch wahrscheinlich irgendwie schon kennen oder vielleicht für ihr Trading schon benutzen. Nur, dass wir jetzt in jeder Kerze auf jedem Preis sehen können, wie viel Kontrakte tatsächlich auf der Bid-Seite und auf der Ask-Seite über die Ladentheke gegangen sind im weitesten Sinne. Und dadurch können wir natürlich in der Kerze gucken, wir können in die Kerzen reingucken. Wir können sehen, wo fand wirklich in einer spezifischen Zeitperiode der meiste Handel statt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wertvolle Information, den jetzt reine technische Trader, die sich wirklich nur die Kerzen an sich angucken, überhaupt nicht haben, der aber letzten Endes den Unterschied absolut machen kann. Ja, also wir können effektiv, wie man so schön sagt, in die Kerze reingucken. Genau. Wir können also genau rausfinden, wo sich Käufer und Verkäufer, ich sag mal, sanft miteinander geprügelt haben, beziehungsweise wo Preise verteidigt wurden, wo große Marktteilnehmer eben, um ein direktes Beispiel zu geben, wenn wir uns durch das Volumen oder Marktprofil eine Location ausgemacht haben und dann zusätzlich zum Beispiel im Footprint-Chart sehen, dass innerhalb von 5 Minuten an genau unserer Location unglaublich viel Volumen gehandelt wurde, dann ist das für uns hat das eine riesige Aussagekraft, weil das zeigt uns ja, dass große Marktteilnehmer dort immer noch sein könnten. Und das interpretieren wir dann natürlich auch in die darauf folgenden Sekunden und Minuten, in welche Richtung wir jetzt glauben, dass der Markt weitergeht, und das mit einer erstaunlich großen Treffsicherheit. Also diese Kombination gibt uns quasi den statistischen Vorteil. Absolut, absolut. Vielleicht, um gleich mal ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen, was gerade so viel im Internet herumkursiert. Der Footprint-Chart, der ist in Deutschland noch nicht allzu lange so bekannt, wie es jetzt langsam wird, sage ich mal. Also dieses Footprint-Tool, das wird hier in Deutschland vielleicht seit 5, 6 Jahren verwendet. Davor kannte das hier eigentlich kaum jemand. Und deswegen, ja, kursieren da im Internet natürlich auch eine ganze Menge Theorien und seltsamer, ja, Erklärvideos, die dann oftmals das Gegenteil von dem behaupten, was eigentlich tatsächlich irgendwie da passiert.
wenn ihr euch schon ein bisschen mit dem Footprint Chart beschäftigt habt, dann ist ganz wichtig, dass ihr versteht, viele Leute behaupten, im Footprint sehen wir auf der linken Seite die Verkäufer und auf der rechten Seite die Käufer. Das ist nicht richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt. Ja, das ist inakkurat. Das ist absolut inakkurat, ja. Ah. Also, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Es ist nicht, die Preise steigen nicht, wenn mehr gekauft wird, als verkauft wird. So etwas gibt es nicht. Zu jedem Kauf gehört ein Verkauf. Ein Geschäft braucht immer zwei Seiten, um zu funktionieren. Es braucht immer einen Käufer und es braucht immer einen Verkäufer. Es kann nicht mehr gekauft werden, als verkauft wird, weil wer soll denn die Gegenpartei von diesen mehr an Käufern sein? Das funktioniert so nicht. Deswegen ganz wichtig, auf die rechte Zeile im Footprint-Chart, das sind die Market-Käufer. Das sind also unsere aktiven Käufer, die bereit waren, den nächstbesten gestellten Verkaufspreis zu akzeptieren. Aber, wie der Name gerade schon sagt, diese aktiven Verkäufer, die werden immer auf der anderen Seite von einem passiven Verkäufer, also von einem Limit-Verkäufer bedient. Da kommen also aktive Market-Käufer mit passiven Limit-Verkäufern zusammen. Und auf der anderen, auf der linken Spalte im Footprint-Chart, da sehen wir nicht einfach nur die Verkäufer, sondern da sehen wir die aktiven Market-Verkäufer. Diese wiederum werden immer von passiven Limit-Käufern bedient. Also nur weil die Zahl rechts vielleicht größer ist als die Zahl links oder diagonal links darunter, je nachdem, heißt das nicht, dass da irgendwie auf gewissen Preisniveaus mehr gekauft worden ist, als verkauft worden ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall verstehen müssen. Nichtsdestotrotz hat das natürlich eine Aussage, wenn wir sehen, okay, auf einem bestimmten Preislevel sind jetzt mehr Käufer aktiv geworden. Denn dieses aktiv kaufen oder aktiv verkaufen, das suggeriert natürlich schon, wie der Name schon sagt, aktiv gegen passiv, das suggeriert natürlich schon irgendwo, dass hier eine Kaufdominanz vorherrscht, sage ich mal. Wenn wir jetzt sehen, der Preis erreicht ein bestimmtes Niveau, sinkt auf ein bestimmtes Niveau und hier werden jetzt immer mehr Leute bereit, möglichst schnell und möglichst effizient in den Markt zu gehen und zu kaufen und sind dafür bereit, den nächstbesten verfügbaren Verkaufspreis zu akzeptieren, dann zeigt das natürlich schon irgendwo, dass die Preise jetzt hier für Käufer immer attraktiver werden. Ja, also letzten Endes können wir da natürlich schon irgendwo unsere Aussagen und unsere Schlüsse draus ziehen aus diesem aktiven und aus diesem passiven Verhalten. So, und was man natürlich noch verstehen muss, ist, dass Preise sich nur bewegen können, wenn Market-Käufer vorhanden sind. Es kommen, wie gesagt, immer Market-Käufer mit Limit-Verkäufern zusammen und es kommen Market-Verkäufer mit Limit-Käufern zusammen. Es werden niemals zwei Limit-Orders irgendwie übereinander kommen. Die sind immer auseinander. Wenn wir jetzt vielleicht mal zu unserem Beispiel von dem Marktplatz zurückgehen. Und wir haben jetzt einen Limit-Verkäufer, der verkauft seine Eier für 1 Euro. So, und jetzt haben wir aber auf der anderen Seite vielleicht einen Limit-Käufer, der ist bereit, Eier zu kaufen, aber er möchte dafür maximal 90 Cent bezahlen. Dann kommen diese beiden Parteien nicht zusammen. Der eine will Limit für 90 Cent kaufen, der andere will Limit für 1 Euro verkaufen. Diese beiden werden niemals irgendwie ein Geschäft treffen können. Diese beiden Preise treffen sich einfach nicht. Deswegen sind Bid und Ask auch immer mindestens einen Tick voneinander entfernt. Ja, die kommen nie übereinander. Erst wenn jetzt irgendwann ein Market-Käufer oder auf der anderen Seite ein Market-Verkäufer den Markt betritt sozusagen, erst dann kann ein Geschäft zustande kommen und auch erst dann kann sich der Preis verändern. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man verstehen muss. Vielleicht mal ein bisschen in die Theorie des Ganzen, wie eine Chartsoftware funktioniert. Dieser Kurs, egal ob es jetzt von einer Aktie oder einem Future oder einer Option ist, dieser Kurs, den uns unsere Chartsoftware anzeigt, wenn wir jetzt beispielsweise Echtzeitkurse haben, das ist immer das letzte Geschäft, welches abgewickelt worden ist. Wenn wir jetzt also unseren Eierverkäufer bei 1 Euro haben und wir haben einen Market-Eierkäufer, der bereit ist, diesen 1 Euro zu bezahlen für das Ei, dann kommt dieses Geschäft zustande und dann steht der Eierpreis bei 1 Euro. Ja? Jetzt haben wir vielleicht auf der anderen Seite unseren Limit-Käufer,
Käufer von Eiern, der bereit ist, maximal 90 Cent zu bezahlen. So. Nur weil der jetzt vorhanden ist, sinkt der Eierpreis nicht automatisch auf 90 Cent. Erst wenn jetzt vielleicht ein neuer Markthändler irgendwie seinen Stand auf dem Marktplatz eröffnet und bereit ist, seine Eier für diese 90 Cent zu verkaufen, erst dann kommt ein neues Geschäft zustande, dann geht ein Ei für 90 Cent über die Ladentheke und dann sinkt der Eierkurs von einem Euro auf 90 Cent. Also immer erst, wenn Marketkäufer oder Marketverkäufer den Markt betreten, kann sich der Preis verändern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Orderflow. Genau, um das mal zusammenzufassen, wir sehen also, ich finde tatsächlich, dass den Footprint-Chart für mich ist ein bisschen übersichtlicher als das Orderbuch, weil der Footprint-Chart sich zumindest in meinen Einstellungen so reduziert, dass ich auf der linken Seite ausschließlich die tatsächlich stattgefundenen Market-Verkäufe sehe und auf der rechten Seite die tatsächlich stattgefundenen Market-Käufe. So, und anhand der Größe dieser Zahlen. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit wenn da großes Volumen ist. Also wenn tatsächlich Market sehr viel gehandelt wurde, sagt uns mit unserer Herangehensweise, dass eine ganze Menge aus über die, sagt man, Validität. Ich glaube ja. Sagt uns das eine ganze Menge darüber aus, wie sinnvoll unsere vorher ausgesuchte Location war. Ja, absolut, genau. Das Footprint-Tool, der Footprint-Chart ist der einzige, überhaupt das einzige Trading-Tool, welches dir für das Trading alle vier wichtigen Faktoren zeigen kann, nämlich Preis, Zeit, Volumen und Order-Flow. Ja? Das Orderbuch zeigt dir zwar, was in Echtzeit passiert, das zeigt dir in Echtzeit den Orderflow, gerade wenn du jetzt beispielsweise Scalper bist und sehr, sehr kurzfristige Trades machst, dann ist das Orderbuch unumgänglich. Das ist dein Tool, welches du benötigst. Ja, so. Ja. Wenn du jetzt allerdings, sag ich mal, im Daytrading unterwegs bist wie wir, dann brauchst du natürlich auch irgendwo historische Daten. Und die liefert dir das Orderbuch natürlich nicht. Das Orderbuch zeigt immer nur Echtzeit an. Was passiert jetzt gerade? Das Footprint-Tool zeigt dir aber auch die Vergangenheit an. Wie gesagt, Preis ist quasi das Aushängeschild für den Markt. Zeit reguliert den Markt. Volumen gibt Auskunft über den Erfolg des Auktionsverfahrens. Und der Orderflow, der zeigt, was jetzt gerade aktuell passiert. So, und das Footprint-Tool, das kann uns all diese Fragen beantworten und ist deswegen ja, quasi schon der Kern unserer Marktanalyse, wenn du so willst. Also wie gesagt, wir möchten erstmal durch die Analyse der Marktstruktur, über unser Volumentrading im weitesten Sinne, über unser Volume Profile und über unser Market Profile wollen wir erstmal im Chart definieren, wo der Kurs hinkommen muss. Und erst wenn der Kurs diese Locations erreicht hat, nicht vorher und nicht hinterher, nur wenn der Kurs an diesen Locations ist, dann fangen wir an, dort den Order Flow zu beobachten. Und dann gucken wir ganz genau, was passiert da, wie verhalten sich die Marktteilnehmer. Und wenn wir dann bestimmtes Marktverhalten sehen, welches wir so vorher eigentlich auch erwartet haben, welches unsere vorher vorgefasste Meinung bestätigt, dann gehen wir unsere Trades ein. Das war einer der größten Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. Ich habe die Location nicht so ernst genommen. Ich habe einfach nach bestimmten Bewegungen mitten irgendwo im Chart gesucht und gedacht, daraufhin jetzt meine Trading-Entscheidung treffen zu können. Grober Ausnahmefehler. Ja, die Location ist so immens wichtig. Ja, richtig, absolut. Haben wir auch gestern in unserer Trading-Session mit unseren Daytrading-Schülern drüber gesprochen. Und zwar hatten wir da ein, zwei Trades, die so ein bisschen ja ausschlaggebend oder nicht ausschlaggebend, aber charakteristisch für den Einstieg in diesen Trades waren solche klassischen, ich sag mal, Hammerkerzen, wie wir sie aus der technischen Chartanalyse kennen. Ja? Also du hast im Prinzip einen kleinen Kerzenkörper mit einem großen Docht in die eine oder andere Richtung. So, das ist das, was die Charttechniker sozusagen als Hammerkerzen bezeichnet haben, dass der Kurs im Prinzip innerhalb dieser kurzen Zeitperiode der jeweiligen Kerze einmal in eine bestimmte Richtung gehandelt worden ist, dann sofort von dieser abgelehnt worden ist und dann quasi zurückgehandelt wurde. Nun ist auf jeden Fall so eine Hammerkerze ist jetzt eigentlich nur für uns, ja, ich sag mal Beigeschmack im weitesten Sinne. Nur auf Basis von irgendwelchen Hammerkerzen würden wir nirgendwo irgendwelche Trades eingehen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr aber solche Hammerkerzen an unseren Locations seht, dann guckt da doch mal
etwas genauer hin, denn meistens sind es solche Situationen, die halt tatsächlich dann oder beziehungsweise wo dann im Orderflow tatsächlich gerade das passiert, was wir sehen wollen. Also ganz von der Hand zu weisen nicht, sind diese Hammerkerzen nicht. Allerdings, und das ist der eigentlich springende Punkt, wenn du jetzt halt deine Locations nicht hast, dann siehst du meistens überall im Chart irgendwelche Hammerkerzen, die eigentlich vollkommen aussagelos sind, weil die passieren ständig. Du siehst, wenn du mal so ein Chartbild durchgehst, egal ob es jetzt der 1-Minuten-Chart ist oder der 5-Minuten-Chart oder der 15-Minuten-Chart, du wirst ständig irgendwelche komischen Kerzenformationen und gerade auch diese Hammerkerzen oder Dojis oder Morningstars oder wie sie alle heißen, die wirst du ständig irgendwo sehen, ohne dass sie irgendwelche Aussagekraft haben. Deswegen, diese Locations, die sind das A und O erstmal. Die sind unsere Basis für das, was wir überhaupt sehen wollen. Und selbst wenn der Kurs an unsere Location kommt und dort eine Hammerkerze bildet, ist das auch noch kein valider Trade-Einstieg für uns. Denn wir möchten dann im Orderflow das sehen, was passiert. Aber wie gesagt, die Hammerkerze kann schon mal ein Indiz dafür sein, mal genauer hinzugucken, was wie verhalten sich denn die Marktteilnehmer da gerade? Warum hat sich denn jetzt diese Hammerkerze da gebildet vielleicht? Erst recht eine Hammerkerze mit großem Volumen. Genau. Das finde ich, wird's immer besonders spannend. Gut, Olli, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für diese sehr ausführliche Zusammenfassung vom Thema Orderflow. Ich wünsche dir noch eine traumhafte Restwoche, genauso wie euch allen auch schöne Trades und macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.